Vielleicht hast du schon mal gehört, dass wir nur 10% unseres Gehirns wirklich nutzen. Und vielleicht kennst du den Film Limitless, in dem Bradley Cooper eine Pille nimmt, die ihm plötzlich ermöglicht, auf das gesamte Potenzial seines Gehirns zuzugreifen. Völliger Humbug. Leider ein Mythos, der jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt. Unser gesamtes Gehirn ist bereits voll im Einsatz und ein Mechanismus, der dir ermöglichen wird, da ungenutzte Kapazitäten freizuschalten, den kann ich dir leider nicht bieten. Aber ich habe neulich ein Buch über Neurowissenschaften gelesen, und zwar The Organized Mind von Daniel Levitin. Und in diesem Video gebe ich dir meine Top 5 Erkenntnisse aus dem Buch, die mir vielleicht nicht erlauben, 10-mal so viel aus meinem Gehirn rauszuholen, aber die mich auf jeden Fall produktiver und effektiver machen. Viel Spaß mit dem Video. Bevor wir allerdings in das Video starten, möchte ich mich noch ganz herzlich beim Sponsor des heutigen Videos bedanken, NordVPN. Die haben mich ja bereits in der Vergangenheit unterstützt, und das ist toll, wenn Sponsoren auch, wenn ich in letzter Zeit nicht so aktiv auf YouTube war, Treue beweisen. Also vielen Dank, NordVPN. Und seit ich das letzte Sponsoring für die gemacht hat, hat sich bei denen auch tatsächlich einiges getan, denn es ist nicht mehr nur ein VPN, sondern enthält inzwischen auch die NordVPN Threat Protection, ein Online-Bedrohungsschutz, der automatisch alle Dateien, die du aus dem Internet herunterlädst, überprüft und der vor allem verhindert, dass du versehentlich schädliche Webseiten besuchst. Ein Feature, das anscheinend doch viele von euch gebrauchen können, wenn ich mir angucke, wie oft in letzter Zeit auf meinem Community-Discord-Server eure Accounts gehackt werden und die dann plötzlich Phishing-Links verteilen. Das Ganze ist außerdem ein Adblocker und natürlich weiterhin ein VPN, also die Möglichkeit, deinen gesamten Datenverkehr durch einen verschlüsselten Tunnel zu leiten. Und wenn dann dein lokaler Netzwerkadministrator, dein Internetprovider oder deine Regierung versucht, bestimmte Webseiten zu blockieren, soll ja leider in manchen Ländern vorkommen, dann kannst du das damit potenziell verhindern. Außerdem kannst du deinen virtuellen Standort ändern, denn NordVPN hat über 5400 Server in 60 verschiedenen Ländern. Es ist verfügbar auf Windows, macOS, Linux, iOS, Android, sogar dein Android TV unterstützt NordVPN. Also zögere nicht und geh jetzt auf nordvpn.com/Niklas Steenfert oder gib einfach beim Checkout den Code Niklas Steenfert ein, um dir einen besonderen Rabatt zu sichern. Viel Spaß beim Surfen. Die erste faszinierende neurowissenschaftliche Erkenntnis ist die sogenannte Rehearsal Loop, ein genialer Mechanismus unseres Gehirns, für den wir in der modernen Welt aber eigentlich bessere Alternativen haben. Denn, und das ist ein ganz wichtiges Leitmotiv des heutigen Videos, man bedenke, dass unser Gehirn und unser gesamter Körper, so wundersam er auch sein mag, heutzutage hoffnungslos veraltet ist. Er hat sich in den letzten paar tausend Jahren kaum weiterentwickelt, jedenfalls deutlich weniger weiterentwickelt als die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und unsere Technologie. Paar tausend Jahre, das ist ehrlich gesagt doch einfach nicht viel Zeit, jedenfalls nicht gemessen an einer evolutionären Skala. Evolution ist ein langsamer Prozess. Menschen gibt es auf der Erde seit über 1,5 Millionen Jahren. Den anatomisch modernen Menschen, Homo sapiens, also uns, gibt es seit 200.000 Jahren, und die meiste Zeit davon waren unsere Prioritäten genau zwei, nämlich Überleben und Fortpflanzung. Und dann plötzlich Zivilisation und allgemeine Überforderung aufgrund derselben, aber eben auch Werkzeuge, die uns vielleicht wieder helfen können, Herr der Lage zu werden. Und vor ungefähr 5000 Jahren hatten unsere Vorfahren einen genialen Einfall. Sie haben zum ersten Mal systematisch Wissen aus unserem Gehirn externalisiert. Sie haben etwas aufgeschrieben. Und vor einigen Jahren habe ich zum ersten Mal von der Idee gelesen, alles, absolut alles aufzuschreiben, was es zu erledigen gilt. Und zwar in David Allens berühmtem Buch Getting Things Done. Der absolute Klassiker schlechthin, was Zeitmanagement und Produktivität angeht. Relativ altmodisch geschrieben. Allen arbeitet noch mit Papier, Zetteln, Ordnern, Karteikästen. Aber viele der Konzepte lassen sich ins Digitale übertragen. So auch diese Idee der absolut vollständigen To-Do-List. Meine erste Reaktion war darauf ganz ehrlich, dass ich mir eigentlich Sachen auch ganz gut so merken kann. Aber Allen hat argumentiert, dass ihn das irgendwie erleichtert, irgendwie befreit, wenn er auch die ganz, ganz kleinen, leicht merkbaren To-Dos aufschreibt. Und Daniel Levitin liefert nun die wissenschaftliche Erklärung, denn er sagt, das geht auf ein Konzept zurück, das in der kognitiven Psychologie als Rehearsal Loop bekannt ist. Unser Gehirn hat nämlich die geniale Fähigkeit, uns automatisch regelmäßig an Sachen zu erinnern, die wir nicht vergessen dürfen. Und so kommt es dann, dass du am Schreibtisch sitzt und eigentlich konzentriert arbeiten möchtest und plötzlich denkst du, ich muss morgen noch meine Oma anrufen, die hat morgen Geburtstag. Oder ich brauche noch Toilettenpapier, das darf ich beim nächsten Einkauf nicht vergessen. Mit anderen Worten, du verbringst in dem Moment Zeit, du verschwendest Energie, dich mit einer Sache zu beschäftigen, die du aber ja in dem Moment gar nicht erledigen kannst. Es nützt nichts, schon heute an den Anruf von morgen zu denken, das verbraucht nur mentale Energie. Und die gute Nachricht ist, wir können diese Rehearsal Loop abschalten. Und zwar, wenn wir uns sicher sind,
dass wir das Ganze ohnehin nicht vergessen werden. Das klappt allerdings auch wirklich nur, wenn wir uns ganz sicher sind, wenn wir ein felsenfestes System haben, dass wir die Dinge nicht vergessen. Es reicht nicht einfach, alles aufzuschreiben, sondern wir brauchen einen Mechanismus, zum Beispiel, dass wir jeden Morgen ganz sicher ohne Kompromiss unsere To-Do-Liste anschauen und dann für den Tag planen. Wenn wir das haben als festen Mechanismus, auf den wir uns verlassen können, dann ist dieses Braindumping, dieses alles aufschreiben, auch wenn es noch so eine Kleinigkeit ist, wirklich ein Gefühl der Erleichterung und Befreiung. Und Daniel Levitin beschreibt in seinem Buch, wie faszinierend er es fand, wann immer er sich mit besonders erfolgreichen Menschen getroffen hat, den CEOs großer Firmen, Leuten wie Bill Gates, dass die so ganz besonders präsent im Moment sind, die einen ganz besonderen Fokus haben im Meeting. Und das liegt daran, dass die sich zu 100% darauf verlassen können, dass sie jetzt gerade das Richtige tun. Da schwirren nicht die Gedanken rum, was müsste ich sonst noch erledigen, was ist als nächstes, denn sobald das Meeting um ist, kommt ein Assistent, kommt das Team und sagt, jetzt ist das Meeting vorbei und du musst dorthin zum nächsten Termin. Diese unbewusste Sorge, dass man eigentlich vielleicht gerade noch was anderes erledigen sollte, als man gerade tut, diese Sorge nicht zu haben, ist magisch. Und ich habe neulich ein Tool gefunden, eine kostenlose Zeitmanagement-App, die das auch ohne Assistenzteam zu 100% ermöglicht. Ich war echt lange nicht mehr so begeistert von einer App. Wahrscheinlich nicht mehr, seit ich Anki, Roam und vielleicht zuletzt Notion entdeckt habe. Und deswegen werde ich dieser App ein ganz kurzes, kleines, eigenes Video widmen. Das kommt die nächsten Tage raus. Und damit du das nicht verpasst, abonniere natürlich meinen Kanal und stell die Glocke auf alle Benachrichtigungen, sonst wird der Algorithmus es dir vielleicht nicht präsentieren. Ich habe es eben schon angedeutet, unser Körper ist eigentlich nicht dafür gemacht, in der modernen Welt produktiv zu sein, Hausaufgaben zu erledigen, Seminararbeiten zu schreiben, Firmen zu gründen. Die Antwort auf all diese Herausforderungen des modernen Alltags lautet niemals Selbstdisziplin und sich zusammenreißen, sondern sie lautet immer narrensichere Systeme entwickeln. Um genau das Thema ging es bereits in meinem Video zum natürlich ebenfalls grandiosen Buch Atomic Habits von James Clear. Da war der Fokus darauf, wie man sich systematisch gute Angewohnheiten antrainiert. Und Daniel Levitin, der bestätigt das Ganze nun aus der neurowissenschaftlichen Perspektive. Und er macht das vor allem am Beispiel unseres Gedächtnisses bzw. unserer etwaigen Zerstreutheit. Es verhält sich nämlich wie folgt. Menschen, alle Menschen, sind sehr, sehr gut darin, sich Sachen zu merken. Es ist wirklich bemerkenswert, was für eine irre Speicherkapazität unser Gehirn hat. Und unser Problem ist generell nicht, da drin noch mehr Sachen abzuspeichern, sondern unser Problem ist, diese dann auch wieder hervorzuholen. Wir haben im letzten Video schon darüber gesprochen, dass unsere Gedanken und unsere Erinnerungen sehr assoziativ funktionieren. Und genau das ist der große Nachteil von unserem Gehirn gegenüber Computern. Moderne Computer haben natürlich viel, viel, viel weniger Speicherkapazität als ein menschliches Gehirn, aber sie sind ausgezeichnet darin, Sachen wiederzufinden. Computer können ihren Speicher gezielt adressieren, wohingegen wir Menschen uns häufiger in der Situation befinden, dass wir etwas eigentlich wissen, aber uns irgendwie nicht dran erinnern können. Das Faszinierende ist, dass diese Information in dem Moment trotzdem physikalisch in unserem Gehirn abgespeichert ist. Jedes Mal, wenn wir dieses Gefühl haben, ah, jetzt, da du es sagst, stimmt, da fällt es mir wieder ein. Jedes Mal, wenn wir an einen Ort zurückkehren oder ein Buch nochmal lesen oder ein Lied hören oder ein Gesicht sehen, das wir eigentlich vergessen hatten, aber dann sagen, doch, das kommt mir bekannt vor, ich erinnere mich, dann heißt das ja, wir hatten es die ganze Zeit gespeichert, sonst könnte es diesen Wiedererkennungseffekt ja physikalisch gar nicht geben. Das ist unglaublich viel Information, die da aus einer ganzen Lebenszeit gespeichert ist. Und das ist echt ein interessantes Experiment, sich zu überlegen, man könne eine Pille nehmen, die plötzlich diese ganzen Informationen uns wieder zugänglich macht. Bis das möglich ist, bleiben unsere Erinnerungen leider relativ unzuverlässig. Vor allem Erinnerungen an regelmäßig wiederkehrende Ereignisse, zum Beispiel jeden Tag nach Hause kommen und dann seinen Schlüssel irgendwo hinlegen. Diese Erinnerungen, die verschmelzen plötzlich zu einer, während wir uns an einzigartige und emotionale Ereignisse relativ gut erinnern können. Zumindest bleibt uns das relativ präsent. Was allerdings auch gar nicht heißt, dass diese besonders prägnanten Erinnerungen automatisch deswegen wahrheitsgetreu und präzise sind. Und das ist ein großes Problem, weil wir das selbst nachweislich oft gar nicht gut einschätzen können. 80% der Amerikaner konnten sich wohl später erinnern, wie sie am 11. September den nördlichen Turm des World Trade Centers haben einstürzen sehen. 80% inklusive des US-Präsidenten George Bush. Was aber nicht möglich ist, denn diese Aufnahmen waren erst am Folgetag verfügbar. Unsere Erinnerungen sind nicht immer ganz zuverlässig, wobei es auch Dinge gibt, die wir uns ganz gut merken können. Kennst du das zum Beispiel, wenn du deine Zahnbürste nicht finden kannst? Wahrscheinlich nicht. Denn für deine Zahnbürste gibt es einen designierten Ort in deiner Wohnung und Orte, die können wir uns tatsächlich ganz gut merken.
ergibt evolutionär auch irgendwie Sinn, sich bestimmte Orte einzuprägen, zum Beispiel eine Wasserquelle, das war schon immer wichtig, während solche kleinen Gegenstände, die wir ständig irgendwo ablegen, wie ein Schlüssel oder ein Smartphone und die uns dann aber ganz wichtig sind und wir sie unbedingt wiederfinden sollen, das ist eher ein Produkt der Neuzeit. An dieser Stelle werden übrigens immer gerne die Studien von E.A. McGuire et al. Zitiert, die nachgewiesen haben, dass Londoner Taxifahrer einen deutlich größeren Hippocampus haben als normale Personen. Der Hippocampus ist die Region im Gehirn, die unter anderem dafür zuständig ist, sich Orte zu merken. Und wer in London Taxifahrer werden will, wer eines dieser berühmten Black Caps fahren will, der muss eine unglaublich aufwendige Prüfung bestehen, für die es unter anderem gilt, mehr als 25.000 Straßen auswendig zu lernen. Ein so großer Lernaufwand, dass man die Veränderung dann wohl tatsächlich hinterher in einem Gehirnscan sehen kann. Also feste Orte können wir uns ganz gut einprägen. Deswegen lohnt es sich, in der Wohnung einen festen Ort auszumachen, wo man immer seinen Schlüssel, sein Portemonnaie, sein Smartphone ablegt, ganz wie bei der Zahnbürste. Oder man findet ein anderes System, um unsere neurologischen Mängel zu kompensieren. Zum Beispiel für die Apple-Nutzer. Ich bin ganz zufrieden mit den AirTags. Apple AirTags, das ist ein relativ unbekanntes Apple-Produkt, glaube ich. Das ist quasi ein Location-Tracker. So sehen die aus. Die kann man sich in die Jacke tun, in die Tasche, als Schlüsselanhänger und weiß Gott was. Und dann kann man aus der Ferne verfolgen, wo sich dieses AirTag befindet. Ihr werdet euch erinnern, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dass es leider nützlich und notwendig gewesen ist, als ich in Israel war. Da hatten die mein Gepäck leider nicht befördert nach Israel und dann konnte ich es zumindest tracken, wo es sich genau gerade befand. Und wenn man in der Wohnung was verliert, dann gibt es da auch so ein Tracking auf kurze Distanz, wahrscheinlich per Bluetooth. Da sieht man genau, wo es sich befindet. Das kann einen Sound abspielen und so weiter. Mit Apple-Produkt oder ohne, in jedem Fall gilt es, ein effektives System zu finden, denn die Superkraft, sich einfach so merken zu können, wo man seinen Schlüssel hingelegt hat, die haben wohl die wenigsten. Eine Superkraft, die ebenfalls quasi nicht existiert, von der aber viele glauben, dass sie hätten, das ist die Fähigkeit des Multitaskings. Wie gut wir zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her schalten können, das scheint zwar tatsächlich genetisch bedingt zu sein, durch das COMT-Gen, aber die Fähigkeit, mehrere Aufgaben wirklich gleichzeitig ausführen zu können, das ist im Grunde eine Illusion. Was unser Gehirn nämlich wirklich tut, wenn wir multitasken, das ist interessanterweise ganz ähnlich zu einem Computer, auf dem wir mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Auch den Nicht-Informatikern ist wahrscheinlich bekannt, dass moderne CPUs, moderne Computerprozessoren in der Regel mehrere Kerne haben. Aber was passiert jetzt, wenn, sagen wir mal, mein Computer 8 Kerne hat und ich dann 9 Anwendungen starte? Wieso geht das überhaupt? Beziehungsweise könnte man auch bei älteren Rechnern fragen, die nur einen Kern haben, wieso kann man da mehrere Sachen gleichzeitig machen? Und die Antwort ist, dass es im Grunde nicht geht. Der Computer kann nicht parallel mehrere Prozesse ausführen, aber er führt sie nebenläufig aus, wie wir Informatiker sagen würden. Und das heißt im Grunde nichts anderes, dass er ein bisschen am einen Prozess arbeitet und dann am nächsten und dann am nächsten und dann am nächsten und immer hin und her springt, so schnell, dass es so wirkt, als würden die Prozesse gleichzeitig ausgeführt. Und genau das Gleiche tun wir selbst auch. Wenn wir uns einreden, dass wir mehrere Dinge gleichzeitig tun, dass wir für die Uni lernen, aber nebenbei ein Video schauen oder einen Podcast hören, dann springt unsere Aufmerksamkeit in Wahrheit ständig hin und her. Und jetzt begibt es sich leider, dass diese kleinen Wechsel mit realen metabolischen Kosten verbunden sind. Jedes Mal verschwenden wir ein klein bisschen Energie, das summiert sich. Und es gibt inzwischen etliche Studien, die nachweisen, dass Multitasking keine effektive Arbeitsmethode ist, dass wir bessere Arbeit leisten, wenn wir die Sachen einfach hintereinander machen. Und da wird es jetzt sicher Leute geben, die sagen, nein, bei mir ist das anders, ich kann richtig gut multitasken und das mag sein, vielleicht sind diese Leute die absolute Ausnahme, aber wahrscheinlicher ist, dass es sich um falsche Selbstwahrnehmung handelt. Denn das ist ja genau die Krux, dass wir nicht immer gut darin sind, uns selbst zu beobachten. Ihr erinnert euch vielleicht an mein berühmtes Anki-Video, da hatte ich einige Studien zitiert, die genau nachgewiesen hatten, dass diese Lernmethoden Active Recall Spaced Repetition für jeden gut funktionieren, insbesondere auch für diejenigen Teilnehmer, die ganz felsenfest überzeugt waren, dass sie einen anderen Lerntyp hätten oder so. Die meinten, für mich funktioniert das gut, mir Sachen ganz oft durchzulesen und sie farbig zu markieren. Auch diese hatten dann aber besser abgeschnitten, wenn sie die andere vorgeschlagene Methode verwendet hatten. Besonders beeindruckend und beunruhigend finde ich übrigens eine Studie von Russ Poldrack aus Stanford. Der hat gezeigt, dass Studenten, die neben dem Lernen Fernsehen, dass die hinterher das Gelernte in einer falschen Hirnregion abspeichern, und zwar in einer Gehirnregion, die sich mit Fähigkeiten und Prozeduren beschäftigt, wobei das Gelernte eigentlich bei den Informationen und Fakten landen sollte. Solche Verwechslungen kommen uns natürlich hinterher teuer zu stehen, wenn es dann gilt, das Gelernte wieder abzurufen. Es hat sich ja auch gezeigt, dass die Lernumgebung, der Kontext, in dem wir lernen, einen großen Einfluss auf die Performance in Klausuren hat. Wer
an dem Ort, am selben Ort lernt, wo später die Prüfung geschrieben wird, der erzielt bessere Resultate. Da gibt es auch ganz faszinierende Studien. Also Multitasking und Ablenkung in jedem Fall möglichst vermeiden, was ja gar nicht mal so einfach ist im Zeitalter der Push-Notifications. Und das ist ein echtes Problem, dass es ständig überall klingelt und bimmelt. Glenn Wilson vom Gresham College in London hat nachgewiesen, dass alleine das Wissen, dass wir eine ungelesene Nachricht haben, unseren effektiven IQ um 10 Punkte reduziert. Das muss man sich mal geben. Das Gegenteil von Multitasking, also konzentriert, lange an einer Aufgabe arbeiten, tiefer Fokus, der sogenannte Flow State, zum Flow-Konzept mache ich vielleicht mal ein eigenes Video. Das hat dementsprechend sehr viele Vorteile und deswegen werde ich jetzt bald endlich mal wieder meine Pomodoro-Livestreams machen. Also ein Livestream, wo wir alle gemeinsam mit Pomodoro-Technik in Intervallen lernen bzw. arbeiten. Wenn du das nicht verpassen willst, dann guck auf Instagram und Discord und ab und zu in den Community-Tab, da werde ich das Ganze ankündigen. Tief fokussierte, konzentrierte Arbeit ist unglaublich wertvoll, aber allein damit lassen sich nicht alle Aufgaben gut bewältigen, denn es gibt noch einen weiteren gedanklichen Modus, der eine wichtige Rolle spielt und das ist das Träumen. Und damit meine ich das Tagträumen. Mir wurde schon immer nachgesagt, dass ich relativ viel tagträume, dass mein Blick dann plötzlich geistesabwesend ins Leere gleitet. Aber bei Daniel Levitin habe ich nun zum ersten Mal und zumal aus einer wissenschaftlichen Perspektive gelesen, dass das was Gutes sei. Es geht um diesen Zustand, den wir alle kennen, wenn unser Fokus sich auflöst, wenn unsere Gedanken verschwimmen, wenn wir plötzlich von einem zum nächsten Thema gleiten. Ein Zustand, der sich besonders gerne im Urlaub einstellt, am Wasser, in der Hängematte, auf einer Zugfahrt beim aus dem Fenster schauen. Ist ein Zustand, der oft mit einem gewissen Entspannungsgefühl verbunden ist und von dem man fälschlicherweise annehmen könnte, dass er eine Art Ruhepause für das Gehirn darstellt. Das Gegenteil ist der Fall. Die moderne Neurowissenschaft hat nämlich herausgefunden, dass unser Gehirn in diesen Momenten sogar besonders aktiv ist. Es ist nur so, dass andere Gehirnregionen aktiv sind, als wenn wir uns aktiv konzentrieren. Diese Hirnregionen, die beim Tagträumen aktiv werden, bilden das sogenannte Default Mode Network, DMN. Könnt ihr mal bei Wikipedia eingeben, wenn ihr die lateinischen Namen dieser Region nachschlagen wollt. Das ist natürlich eine faszinierende Erkenntnis, die ohne moderne Scanverfahren gar nicht möglich gewesen wäre. Seine Gedanken schweifen zu lassen, hat also eine konkrete Funktion. Es ist komplementär zum konzentrierten Nachdenken und wir brauchen es, um Verbindung herzustellen, unsere Erlebnisse zu verarbeiten und kreativ zu werden. Man sagt, die besten Gedanken kommen unter der Dusche und jetzt kommt die Neurowissenschaft und erzählt uns, dass das wirklich stimmt, dass das nicht nur ein Sprichwort ist. Und ich denke, viele von uns kennen das, dass man manchmal bei einem Problem, einer Aufgabe, einem kreativen Werk am besten vorankommt, indem man einen Schritt zurücktritt und einfach mal nicht zu sehr drüber nachdenkt. John Lennon hat mal in einem Interview erzählt, wie er den Song Nowhere Man geschrieben hat. Er hat sich 5 Stunden lang hingesetzt und versucht, sich was Geniales auszudenken und dann frustriert aufgegeben, hat sich auf die Couch gelegt und da kam die Inspiration, die Musik und die Worte kamen plötzlich zu ihm. Ich bin sicher, viele der großen kreativen Werke der Menschheit und viele der großen wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir zu einem nicht unwesentlichen Teil dem Tagträumen zu verdanken. Was heißt das für uns? Naja, zumindest heißt das mal, dass man sich darauf einlassen sollte. Wir leben in hektischen Zeiten und vor allem diejenigen unter uns, die tendenziell besonders viel arbeiten, die sich viele Projekte auf einmal aufheizen, die neigen dazu, so einem gewissen Produktivitätswahn zu verfallen. Und da ist es natürlich eine wertvolle Erkenntnis, dass Pausen, um zu träumen und seine Gedanken schweifen zu lassen, dass die auch für uns, die wir viel schaffen und erreichen wollen, vielleicht gerade für uns, ein wichtiges Instrument sind. Es ist auch die neurobiologische Grundlage, warum wir Urlaub brauchen und, das finde ich besonders spannend, es ist ein Argument, mehr zu lesen. Ich bin ein großer Fan aller modernen, vielseitigen Medienformen. Filme, YouTube-Videos, natürlich Audiobooks, Podcasts, all das ist klasse. Aber ich würde davor warnen, das klassische Lesen dabei gänzlich außen vor zu lassen. Denn nur beim Lesen geben wir selbst den Takt an, nur beim Lesen bestimmen wir selbst die Geschwindigkeit. Wer kennt das nicht? Man liest ein Buch und die Gedanken schweifen plötzlich ab. Man hat die gleiche Seite vielleicht gerade mehrmals gelesen, ohne so richtig mitzukriegen, was da überhaupt geschrieben steht. Und vielleicht ist das gar nichts Schlechtes. Vielleicht hilft uns das sogar, das Gelesene besser zu verarbeiten. Und vielleicht sollten wir deshalb nicht der Versuchung erliegen, es zu 100% durch, sagen wir, Hörbücher zu ersetzen, die wir dann wahrscheinlich noch in doppelter Geschwindigkeit gucken und dank der wir sicher mehr Bücher in kürzerer Zeit bewältigen, aber mit denen wir dieses Innehalten, dieses wertvolle Reflektieren und Träumen dann verpassen.
Wenn nun das Tagträumen gar kein wahrhaftiger Ruhezustand ist, dann überrascht es vielleicht nicht, dass es sich beim nächtlichen Träumen ähnlich verhält. Generell, wenn wir schlafen, egal ob REM oder Tiefschlaf, dann ist unser Gehirn besonders aktiv und produktiv. Das ist ein super faszinierendes Thema, das ich hier auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen wollte, aber zu dem ich halt auch schon ein ganzes eigenes Video gemacht habe. Und was ich dort erzählt habe, das deckt sich auch zu 100% mit dem, was Daniel Levitin in seinem Buch schreibt. Deswegen verweise ich hier, anstatt mich zu wiederholen, als fünften Punkt einfach auf meinen Schlaf. Video. Also, wenn du es noch nicht kennst, dann findest du hier mein Video zum Thema Schlafen. Hier gibt es eine Playlist mit lauter Videos rund ums Thema Produktivität und hier darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Mach es gut und bis zum nächsten Mal.